In der Weißen Gilde sind zahlreiche Delikte, zahlreiche Anklagen gegen ihr erhoben. Erpressung gegen Preis von preiserhobenen Adel, mehrfach schwere Körperverletzungen mit dämonischer Hilfe gegen von preiserhobenen Adel und Kirche, versuchter Mord, mehrfacher Mord, schwerer Raub, Kindesentführung, Vorgehen falscher Tatsachen mit Hilfe von Prophezeiungen. Ich glaube nicht, wir wollen morgen noch hier sitzen. Er hat vergessen. Seine Liste ist lang. Er hat vergessen. Paktiererei, Ketzerei, Anstiftung Richtig. Zur Ketzerei, Anstiftung zur Paktiererei und Hinterziehung ihrer Majestätssteuern. Richtig. Was mir die meiste Sorge bereitet, ist diese unbesiegbare Legion. Wir wissen eigentlich wenig über sie, oder? Ist gar nichts. Nun, sie außer scheinen unbesiegbar zu sein. Niemand ist unbesiegbar. Niemand. Aber wenn dieses Kind zur Legion gehörte und von diesen Kindern mehrere dort sind, dann wird dieser Splitter schwerer zu ringen, als wir uns das erhoffen. Nun, diese Legion, das sind dann Dämonen, oder wie? Ja, Lando hat es damals wieder und wieder das Schwert in den Körper des Kindes gestochen, während Wascher auf ihm saß, es versucht hatte festzuhalten. Die anderen sind zur Hilfe gekommen, so sie denn da waren, festgehalten. Und Prindijan war dann der Einzige, der noch irgendwas ausrichten konnte. Wie gesagt, deine einzigen Schwertstiche haben keinen Schaden gemacht. Immer wieder wuchs es zu. Das Kind schrie um Hilfe, mal tobend vor Wut, mal angsterfüllt, mal hasserfüllt. Und erst als Prindijan seinen Zauber, den Exorzismus, abgeschlossen hatte, ist das Leben aus dem Körper gewichen. Genau, darauf wollte ich ja hinaus. Wenn es Dämonen sind, dann kann man sie bannen. Was soll das anders sein als Dämonen? Mit Magie und mit, wenn man die Götter um Hilfe bittet und mit... Aber wenn ich euer Erzählung richtig verstehe, dann sind sie das an die dritte Dimension, an die dritte Sphäre gebundene Dämonen, oder? Diese sind schwerer, weit schwerer zu bannen als normale Dämonen. Davon verstehe ich nicht so viel. Notfalls vertrauen wir aber darauf, dass der Waffenbalsam schon hilft und sie in ihre Sphäre zurücktreibt. Hoher Herr von Schnattermund? Moor. Oh, wer hat dir meinen Namen gesagt? Die Leute unten, genauso wie sie auch gesagt haben, dass ihr eine Dämonenarche befehligt. Ich habe den Leuten doch gesagt, dass ich für euch arbeite, das war dann Vertrauen genug. Wenn wir das hier überleben, müssen wir mit der ganzen Mannschaft ein ernsthaftes Gespräch über Geheimhaltung führen. Wie oft soll ich euch noch sagen? Wir müssen wirklich mal darüber reden, mit wem wir anstellen. Jedenfalls, was gibt es denn? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Na, großartig. Ich mache mich auf den Weg zum Chortempel. Ich will das heute Abend noch erledigen. Ach ja, könnte ich vielleicht hier irgendwo im Haus übernachten? Ich habe kein eigene Bleibe. Natürlich, da hinten müsste ein Zimmer frei sein. Nehmt euch eins. Ein Zimmer? Ein Zimmer? Okay. Zimmer. Danke. Ja. Könnt ihr mich ein wenig durch die Stadt führen? Natürlich, wohin wollt ihr? Marktplatz. Natürlich. Kein Thema. Könnt ihr, glaube ich, auch morgen machen, wenn es jetzt noch später Abend ist. Ich glaube nicht, dass das noch Sinn macht. Alles klar. Dann nicht. Ich würde nochmal alle anschauen, wenn wir den Splitter haben, tatsächlich. Müssen wir auf jeden Fall einen Plan machen, wer mit ihm zum Schiff zurückrennt, weil die Wahrscheinlichkeit von Verlusten würde ich mal im 90-80%-Bereich einräumen von den hier Anwesenden. Um Himmels Willen! Was ist das mit euch Weißmagiern und eurem losen Mundwerk? Ja, vollkommen egal, ich rede einfach ganz normal weiter. Was tun wir dann? Wir nehmen ihn, wir bringen ihn an Bord des nächstbesten Schiffes, seht zu, dass wir da rauskommen. Und bitten Nemrod um Hilfe. Nemrod? Geh! Geh einfach! Jawohl, woher? Ich kann ihn nur noch über die Planke schmeißen. Gut, also, hat denn schon mal gibt es denn Pläne von diesem Gebäude, in dem das Ding gelagert werden soll? Aber Roland war seit 10 Jahren niemand mehr. Aber die Gebäude müsste unverändert geblieben sein, oder? Die Festungsgebäude zumindest. So wie ich das verstehe, ist dieser Strudel der eigentliche Zentrum des Rituals. Ich nehme nicht an, dass da irgendetwas gelagert wird. Sie werden, ich weiß nicht. Vermutlich werden sie dorthin segeln und ihn hineinwerfen oder so. Was weiß ich, wie Dämonenrituale funktionieren.
Und ihr meint nicht, sie werden Rula zuerst betreten und von dort aus zum Strudel gehen? Das wäre meine Idee, wie man ein Ritual vorbereitet. Man bereitet ein Ritual nicht auf Schiffen vor, normalerweise. Das ist eine gute Frage. Wir werden wohl kaum Gelegenheit haben, jetzt noch in Archiven von Pericom oder sonst wo nachzusehen. Und Bodenpläne des Gefängnisses herauszufinden. Gibt es hier... Ihr seid doch in Diensten der KGIA, nicht wahr? Ich blicke zum Türrahmen, ob immer noch da steht. Das ist ja schon weg, oder? Ich glaube, der ist schon wirklich weg. Ja. Das könnte ist nicht unbedingt nicht, ein großes Geheimnis. Könnte man über diese Agentur nicht herausfinden in kurzer Zeit, wie es um Roland bestellt ist? Vielleicht haben sie aktuelle Speer vor Ort. Aber mir... Ich schicke seit... 3 Monaten, würde ich denken. Mhm. Und eher 2. Seit wir die Arche haben, jedenfalls. Regelmäßige Berichte an Nimrod. Manchmal bete ich ihn auch um Informationen oder Befehle. Ich habe nie eine einzige Antwort erhalten. Wir können ihn gerne fragen. Faruk kann das. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir keine Antwort erhalten werden. Gut. Also ist der Teil, der diese ganze Organisation hier offiziell genehmigt, gar nicht mehr zu erreichen. Vielleicht überhaupt gar nicht mehr am Leben. Es ist Nimrod. Warum sollte er nicht am Leben sein? Er macht das schon länger als wir alle zusammen. Was sollte ihn daran hindern, uns zu antworten? Vielleicht ist die Arche von diesem Botenzauber schwer zu finden. Vielleicht möchte er uns nicht antworten, damit die Briefe nicht abgefangen werden. Vielleicht kann er es nicht. Vielleicht sitzt er gerade im Thronrat und streitet sich mit Rudern von Melina und zwar sehr lautstark. Alles möglich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Nimrod sich mit irgendjemandem lautstark streitet, aber... Immer nutzt die Gelegenheit, um zu seinen Freunden zurückzukehren und zu fragen, hey, ist das ein Ort oder eine Person? Habt ihr das Wort schon mal gehört? Nimrod? Nimrod? Oh Gott, ich glaube... Er würfelt mal auf Sagen und Legenden. Ich glaube, das ist ein Typ. Ich glaube, das ist... Der ist von der Inquisition. Ja, habe ich auch schon mal gehört. Nimrod, das war mal... Das ist irgendwie so ein Maraskan-Veteran. Der hat zusammen mit Hafax und so gearbeitet. Ja, mit Hafax. Damals auf Maraskan. Naja, und jetzt ist er, glaube ich, bei der Inquisition oder so. Wer ist dieser Hafax? Hafax? Weiß nicht, wer Hafax ist. Dem gehört jetzt Maraskan, das ist ein Böser. Hafax ist ein Schwarzmagier, der zusammen mit Bauerat gearbeitet. Okay. Was ist es, wenn die Leute über einen irgendwie etwas Wichtiges reden, was Splitter heißt? Splitter? Da habe ich mal ein paar Gerüchte gehört. So von, du musst mal zu Leuten gehen, die keine Arme und Beine mehr haben, die als Bettler in den Gassen sitzen und wenn sie sagen, sie waren in der Dämonenschlacht, die musst du fragen, was der Splitter ist. Dann fangen die an zu weinen und zu heulen und wollen weglaufen. Das können sie nicht, weil sie keine Beine mehr haben. Ich glaube, das war mal, der hatte so ein Medaillon. Borberat hatte so ein Medaillon und das wurde dann in Teile geschnitten. Das wurde in 13 Teile gesplitten und das sind diese Splitter. Also so ein großes Medaillon und jetzt gibt es da irgendwann 13 Splitter. Krass. Und sind die irgendwie wertvoll? Ja, die kannst du verkaufen. Ich habe gehört, da kriegst du 10 Dukaten für. 10? Ja, vielleicht sogar, wenn du beim richtigen Fach sogar 12 oder 13 Dukaten. 13 Dukaten. Alles klar. Ja, super.
Super, weil die unterhalten sich darüber und ich habe keine Ahnung, was es mit Splittern und Nimrod auf sich hat, aber das scheint alles sehr wichtig für die zu sein. Ja, du merkst, die sind wirklich so ein bisschen dumm. Wenn du dich mehr und mehr mit denen unterhältst, die haben wohl nicht allzu hohe Qualität, wirst du feststellen. Von Seefahrt haben die keine Ahnung, kämpfen können die nur schwach. Die Schwerter, alles was sie irgendwie bei sich tragen, Säbel, Piken, alles nicht wirklich gut gepflegt, auch die Rüstungsteile, die wissen nicht wirklich, wie man irgendwas tut, außer Kartenspiel. Macht sich schon bei dir bemerkbar. Es ist schon dieser Jalan Greifenmoor ist wohl gar nicht so ein guter Kapitän, wenn er solche Haderlumpen mitnimmt. Hast du schon unter besseren Kapitänen gesegelt? Aber das fällt in die gleiche Kategorie wie Augenklappe, schwarze Hand, die Dämonenarche. Das Bild verdichtet sich. Aber ich habe auch schon mal gehört, dass der Achmut hat schon mal, glaube ich, ein Gerichtsurteil irgendwo auf dem Bord des Schiffes gemacht gegen ihn. Und dann wurde er sogar, glaube ich, abgesetzt als Kapitän. Habe ich gehört. Aber jetzt ist er plötzlich wieder Kapitän. Ich weiß nicht, wie das geht. Okay. Musst du wirklich aufpassen, wenn du mit dem mitfährst. Hör auf, dich zu verpissen. Okay, ja, dann... Die haben schon viel Scheiß gemacht, aber bisher kamen sie immer wieder. Naja. Na, ihr seid aber auch schon hier, ne? Ziemlich erfahrene Typen und halt mal so auf die Waffe. Ja, das hast du gemerkt. Wir sitzen hier nur rum und haben nichts zu tun. Wir müssen halt aufpassen, dass hier keine Diebe rumlaufen. So Leute wie du oder so. Ja, und wenn die hier einfach rumlaufen können, was meinst du, wenn du dich ja halt nicht ausweisen könntest und wir würden dich einfach die Treppe nach oben schicken, was meinst du, wer das dann los wäre? Aber nee, wir passen hier auf und wir würfeln, wir müssen nichts tun, wir kriegen so viel Geld dafür. Das ist so super. Ja. Ich habe oben ein Zimmer bekommen. Was? Ein eigenes Zimmer? Ja, der Stadthund hat mir eins zugeteilt. Schnattermund hat dir einen zugeteilt? Ja. Greifenmoor meinst du? Ja, also wir schlafen hier mal in diesen Kisten. Wir haben uns hier so eine schöne Kiste ausgehöhlt, mit Stroh reingestopft und naja, da pennen wir halt. Also normalerweise sollen wir eigentlich mal zwei wache bleiben, aber naja, wenn Greifenmoor oben auch schläft, dann kommen wir an der Tür hören. Und wenn das immer laut schnarcht, dann können wir uns auch alle hinlegen, weil dann passt ja keiner auf, dass wir nicht aufpassen. Voll super. Ja. Aber ja, er hat richtig drauf. Hat er dir ein eigenes Zimmer gegeben? Ja, hat er gesagt. Du, musst mal gucken, oben gibt's ein Zimmer. Da haben zwei, so ein Krieger und eine Frau drin geschlafen. Na, die hat auch eine Schlange, aber die ist mittlerweile weg. Und ich habe dann immer an der Bettwäsche gerochen, das war total super. Aber mittlerweile ist der Geruch weg. Ach so. Ja, ich hab, aber du hast gesagt, hier der Typ hier, der eine, der Ragnar, der macht hier, ne? Der zieht hier noch einen nach der anderen durch. Da kannst du noch an der Bettwäsche riechen. Was? Ja, genau. Wenn die dann wieder heiraten oder so, keine Ahnung, was Ragnar die ganze Zeit macht. Der soll ja eigentlich irgendwie aufpassen und Sachen verkaufen, aber du siehst ja, der Maraskan-Stahl ist nach wie vor hier. Ich glaube, der knattert drüben. Ja, der Maraskan-Stahl ist richtig wertvoll, was? Ja, den kriegt man nur auf Maraskan. Jeder Schmied will den haben. Ist Maraskan weit weg? Ne, ist um die Ecke. Du fährst von hier aus Kuntium einmal geradeaus und dann bist du da. Warum ist er denn so wertvoll, wenn das gleich um die Ecke ist? Das weiß ich nicht. Ist klar. Ich auch nicht, aber... Also, ich meine, wenn du willst, nimm dir den Barren mit. Hier, er hebt den so ein bisschen hoch, wirft ihn dir einmal zu. Ah, schon, ist schon gut schwer, der Barren, aber ja. Nimm dir einen mit, fällt sowieso nicht auf, wenn er fehlt. Alles klar, dankeschön. Ömer, steck den ein. Ich bin mal kurz weg. Ich lasse sie alle. Ich knüpfe sie an ihren Stiefel. Q2. Für mal Inventar. Mal schauen, wie viel fehlt und wie viele Leute aufgeknüpft werden. Gut, das weißt du ja nicht. Das letzte Mal, als du Inventar geführt hast, haben wir irgendwie 20 Dukaten verloren. Das war wohl gar nicht deine, das war gar nicht deine Schuld. Aber du hast es dir aber zugeschrieben. Also
Also ja, was war nochmal unser Plan? Wir heuern einfach nur noch Q1-Bauern an. Dann wissen wir halt, die sind kacke, aber die bezahlen wir halt auch für Scheiß. Q1-Bauern, ja. Wir reiten nach Schnatzermoor, sagen, ey Alter, ich habe deine Tochter bis zur Ritterin gebracht, du schuldest mir ein paar Bauern. So, wie geht's weiter? Nächsten Tag oder habt ihr noch irgendwas vor? Nee, nächsten Tag. Aller früh morgens Core-Tempel. Gut. Du willst einen Core-Tempel, organisierst dir da Söldner oder wie? Ja. Ja, sollst du bekommen? Ich nehme, was gibt. Ahmad kann gemeinsam mit Ömer in Richtung Sklavenmarkt gehen und benimmt sich da dann zwei rondrianisch aussehende Sklaven mit, die für ihn kämpfen. Nee, eigentlich suche ich einfach nur zwei Typen, die ihn Schild halten können. Ja, können sie. Sedef eben Jikaba und Ukraba Sabah Hamud. Finde ich gut. Ich frage auch nochmal Ömer, ob er die gut findet. Einmal männlich, einmal weiblich. Ja, also die sehen schon beide recht aggressiv aus. Das was ihr wahrscheinlich wollt, euer Gnaden. Sehen die aggressiv aus? Ja. Kräftig meine ich. Kannst du ein bisschen testen, also das für das, was du sie haben willst. Für die Alanfaanische Arena taugen sie nichts, aber du warst noch nie in Alanfa. Ah, davon wollte ich sie aber haben, Mist. Da taugen sie wenigstens für die Blutgruben. Von Fasar? Ja. 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 Also da würden die schon so dritter Platz werden. Da würden sie zumindest nicht als erstes sterben. Immerhin. Das ist schon mal qualitativ hochwertiger als... Ich schaue mir mal Ömer an. Ömer. Euer Gnaden, wenn wir so unterwegs sind. Ihr heißt Ahmad, oder? Ahmad. Ahmad, okay. Ja. Ich wollte nur fragen, diesen Splitter, den ihr holen wollt, was ist das genau? Ich habe da jetzt ein paar Gerüchte von gehört, dass die da zu irgendwas gehören, was Borbarat mal gehört hat und was dann da in ganz viele Teile gehauen wurde. Also Ömer, erst einmal, das wird in der Öffentlichkeit nicht angesprochen. Achso, das Geheimwissen. Das ist Geheimwissen. Oh, das kam mir nicht so vor, entschuldigt, euer Gnaden, ich halte meinen Mund. Das ist kein Problem, ich werde es euch erklären, sobald wir zurück im Kontor sind. Ihr müsst ja wissen, weswegen ihr mitkommt. Die Sache mit dem, Mord ist auch so, geheim? Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Irgendwer, der Mamaraskan erobert hat. Interessant. Ach, haben zumindest die Söldner unten gesagt. Die scheinen ziemlich, Das sind Idioten. Kann ich mein Schwert richtig halten? Warum stellt ihr die dann ein? Ich halte mich aus sowas raus. Ich habe hier... Wie heißen die nochmal? Sedef und Ukravan. Ich denke, die beiden werden schon ein bisschen mehr herhalten als die Söldner. Wie wäre es, wenn wir mal ausprobieren, was die Söldner in unserem Konto drauf haben? Sedef, ich werde dich gleich prüfen. Ja? Habt ihr die beiden gefragt, warum die in der Sklaverei sind? Sind die freiwillig hier, oder? Nein. Aber ob freiwillig oder nicht, werden ihre Gründe haben, warum sie in der Sklaverei sind. Aber warum? Ist doch häufig, dass Leute in die Sklaverei freiwillig gehen, wenn sie Schulden haben, aber kämpfen können und so. Ja, ich hab Geld veruntreut. Ihr habt mich nicht gefragt. Entschuldigung, ihr seid mein erster Herr. Ich weiß es nicht besser. Tut mir leid. Kein Problem. Wenn ihr etwas zu sagen habt, sagt es. Wenn ich euch sage, ihr sollt über ein bestimmtes Thema, wie unser Ömer hier gerade eben angesprochen habt, kein Wort verlieren, dann tut ihr dies auch nicht. Wenn ihr irgendwas in irgendwelchen Gesprächen aufschnappt, die ich führe, werdet ihr euch darüber nicht mit anderen Leuten unterhalten. Ansonsten könnt ihr so viel und so... Ja, könnt ihr so viel reden, wie ihr wollt. Ja, meistens ist das sowieso langweilig, was die hohen Herren immer besprechen und dann stelle ich mir mal Musikhörer vor und dann höre ich mir... Musikhörer? Ja, ich höre mir so Musik an, wenn hier so eine Zither gespielt wird oder so und wenn das eine gute Melodie ist, dann stelle ich mir die in meinem Kopf vor. Interessant. Ihr nickt einmal dem guten CF zu. Scheint auch nicht der Hellste zu sein. Aber ja. Hauptsache, er kann gut kämpfen. Nun, was die Sache mit den anderen Söldnern angeht. Ich weiß nicht, warum wir sie eingestellt haben. Das müsst ihr den Jalan fragen. Ist schon okay. Ich denke, das sind Sparmaßnahmen.
wobei die sich nicht ganz rentieren, weil die... ich kann den nochmal gerne zurückholen. Ich habe den schon gebunkert eigentlich, aber... Rede. Weil die... Schon okay. Ich glaube, ich will das nicht sagen. Tut mir leid. Natürlich, jeder hat seine Geheimnisse. Ja. Das muss euch auch nicht leid tun, wovon auch immer ihr gerade sprecht. Okay. Dann muss mir nicht leid tun. Danke euch, Mann. Jo. Und dann würde ich Sedef einmal gegen den Halbelfen antreten lassen. Den Sedef gegen den Halbelfen? Ja, das war doch Xindan, oder? Der die ganze Zeit getrashtalkt hat. Achso, Xindan. Ja, achso, nee, das war Fearion. Ja, Xindan. Fearion, dann Fearion. Ich will den Typen, der ja getrashtalkt hat. Ja, Fearion. Fearion wird fertig gemacht. Also das ist auch ein Vollmatrose, das ist ein Seemann, der kann so ein bisschen mit dem Säbel sich verteidigen, aber wenn dann ein Stoß mit dem Schild kommt von Sedef, dann taumelt er nach hinten, kurzer Streich mit dem Schwert und seine Rüstung ist aufgerissen, blutet ein bisschen, aber ist nicht schwer verletzt. Ja, Achmed nickt zufrieden. Okay. Überzeugt. Achmed hat seine Sklaven und damit eben seine 200 Dukaten in Sklaven investiert. Bisschen bleibt noch übrig. Yalan kauft sich Söldner im Chortempel. Heuert an. Was gibt's denn so? Er heuert an. Ja, klar. Kannst du nicht kaufen, aber heuert an. Wie viele würdest du haben? Ich nehm 2 Banner. 2 Banner, 50 Leute. Nee, 2 Banner sind 100 Leute. Ja, also 50 mal 2. Hi. Gut, wirst du noch bekommen. So langsam wird's aber knapp. Dir wird dann auch das Gerücht zugetragen, dass viele mittlerweile abgezogen worden sind oder den Geruf gehört haben. Donnerbach verlangt nach Leuten und einige behaupten auch Andergast. Niemand weiß genau, wo Andergast ist, aber Andergast ruft wohl nach Soldaten im Krieg gegen die Orks. Oh, diese Chortypen sind so durch. Ja, welche Qualität bekommt man hier so? 3. Der Bodensatz. Ja, die anderen hast du schon weggekauft und verjagt. Ja. Dann, wenn es nicht die Klasse ist, dann musst du auf Masse setzen. Wir schmeißen Xeran alles in den Hals, was wir kriegen können. Kiaris ist dabei, Reis zu kaufen. Wie viel Tonnen Reis werdet ihr holen für Festum? Wie viel wollen wir haben? 2 Wochen. 2 Wochen wären 100 Tonnen. Euch ist klar, dass wir mit der Feuer-Djinn das erstmal dann transportieren müssen. Und das dauert eine ganze Weile. Handel halt bei Störrebrand aus, dass es uns die halbe Tagesreise weiter nordwärts bringt. Und dann sollen die selber die Arche sehen alle und... Die spontan vorbeikommen, ey. Ah, da hat das einfach in die Arche ein. Okay, doofe Idee, ja. Ja, sehr dumme Idee. Frosty, wie viele Tonnen kriegen wir denn in die Feuer-Djinn auf einer Fahrt? Ja, da müsste ich jetzt nochmal reingucken, was eine kleine, einmastige Talucke alles stemmen kann. Vielleicht kommen ja noch maraskanische Kapitäne vorbei, die sagen, hier, wir fahren auch mit unseren Schiffen. Schmuggler. Das will ich gar nicht. Gar nicht. So, Hafen und Reederei. Die Feuer-Djinn, Quader. 60 Quader Schiffsraum, 30 Quader Frachtraum. Eine Fahrt dauert einen halben Tag, ja? Ungefähr, ja. Wenn ihr mit der Perlen, mit der Gezeitenspinne entgegenkommt, dann könnte es natürlich ein bisschen schneller gehen, aber dann könnte es auch sein, dass ihr entdeckt werdet. Dann werden wir alle entdeckt. Nein, dann werden wir nicht entdeckt. Wir lassen das. Okay, gut. Also, einen halben Tag wären 3 Tage für Hin- und Rückfahren 3-mal. Das wären 90 Tonnen. Ja, 90 Tonnen.
Ja, überbeladen war halt ein bisschen, haben wir 100 durch. Können wir es nicht auf See umladen? Muss dann auf einem halben Weg uns entgegenkommen, dann sparen wir uns einen halben Tag immer. Könnte ja gesehen werden. Die Frage, wie schwer das ist, oft auf See umzuladen, Säcke. Naja, wir nehmen sie ja in den Säck hinten rein und laden da ab. Ja, ob sie müssen ja dann von dem anderen Schiff sozusagen auf unseren Virgin und von da aus wieder ja, in die Dämonenarche. Hm, lieber nicht. Wir laden hier auf die Feuerjin auf und bringen das zur Arche. Verlieben wir 3 Tage also. Recht. Bleiben uns noch 8. Ein Tag nach Festung. Ein Tag von der Arche bis zur Festung. Wie sieht es mit den Maraskanern eigentlich aus? Wir wollten ja heute irgendwas zu essen liefern. Ja, Reis und ich muss gerade überlegen, Tee. Und selbstverständlich irgendwelche maraskanischen Gewürze, die brauchst du, um über den Winter zu kommen. Schnaps wird's geben, also ihr kommt mit dieser Lieferung noch einmal 2 Tage fürs Maraskan-Viertel, sagen wir. Was ist einen Tag in Festum? Ein Tag in Festum sind 20 Tonnen. Dann bekommt ihr einen Tag für Festum, ja. Dann bekommt ihr 20 Tonnen in verschiedensten Naturalien. 100 Tonnen. 100? 100 Tonnen sind eine Woche. Okay. Ach, 100 Tonnen sind eine Woche, dann 10 Tonnen. Nee, ach, keine Ahnung. Also ein Tag, ihr bekommt einen Tag, die ihr dann zusätzlich eben... Ist Festung die Ukuri denn hier? Nein, die Ukuri ist nicht hier. Hm. Können wir ein Schiff mieten? Ihr könnt auch ein Schiff mieten, ja. Was kostet uns das? Ja, wenn denen dann ein Tag fehlt, muss man gerade überlegen, ein Tag ist gar nicht so sehr viel und Gefahrenzuschlag, wenn sie nicht auf die offene See fahren müssen. Ich sag mal, für 50 Dukaten könnt ihr eure Tonnen transportieren. Ja, aber dann sehen die doch auch die Dämonenarche. Das ist doch so nicht gleich ein Problem. Nee, deswegen habe ich halt auch gesagt, dass die Maraskaner das nicht sehen sollen. Eben man das selber. Du willst deren Schiff mitnehmen. Wie wollen wir denn 2 Schiffe bemannen? Dafür haben wir gar nicht genug Matrosen. Außerdem, warum sollte uns irgendwer sein Schiff für einen Tag ausleihen, wenn dann keine von deren Mannschaft haben? Das ist eine dumme Idee. Wir machen ja, 3 nicht. Fahrten selbst mit der Feuerjin. Ja, aber dann müssen wir auch noch das Maraskana-Essen darüber bringen. Das ist ja noch nicht mit drin, oder? Nee. Oder ist das. Ja, das wäre doch dann die 4. Fahrt. Das sind aber 10 Tonnen nur. Können wir nicht ein Schiff mieten, was groß genug ist für eine Fahrt, die das Schiff ohne Besatzung, also mit unserer Besatzung, Richtung Arche bringen? Aber wer vermietet denn sein Schiff? Ja, das kostet ein paar tausend Dukaten, da sagt er ja nicht so, ja. Zum Mieten? Für einen Tag? Wer vermietet denn sein Schiff ohne ein einziges Besatzungsmitglied? Dafür sind die meisten da, oder? Nein! Wenn ihr eine Versicherung hinterlasst, dann werden die das sicherlich auch tun, ja. Braucht ihr eine Versicherungsgebühr? Ja, von keine Ahnung, wie viel 1000 Dukaten. Ja, genau, bezahlen, so viel wie das Schiff wert ist. Damit das Schiff, falls es nicht zurückkommt, abgedeckt ist. Die behalten das nicht. Ja, einfach irgendwie zu Preios-Tempel und lass mir das da von irgendeinem Preios-Geweihten abschwören, dass ich das Schiff wieder zurückbringe. Okay, also, einen Tag später erreicht ihr mit dem Reis das Schiff. Das ist okay, lass ich euch durchgehen. Ich möchte aber noch ganz kurz anmerken, ich wollte noch zur Sultana. Okay, dann geh noch zu Sultana. Ich wollte eigentlich noch maraskanische Bauern rekrutieren. Und ich muss noch mit Ahmad gleich reden. Alles klar. Ihr bekommt innerhalb von einem Tag, bekommt ihr eure Sachen dahin geliefert. Wir schreiben jetzt immer noch den nächsten Tag, im frühen Morgen. Ahmad ist gerade mit seinen neuen Sklaven und Ömer in Richtung Kontor gekommen. Wie geht's jetzt weiter? Sagt Ömer, könnt ihr mich auch noch mal zum Palast begleiten? Na klar. Mal mit der Sultana reden. Aber erklärt noch einmal, wo wir jetzt gerade hier sind, was es mit den 2 Sachen auf sich hat. Diesen Nemrod und diesen Splitter. Wie ich bereits sagte, diesen Nemrod kann ich selber nicht. Der wird irgendein Typ aus dem Mittelreich sein. Und allein der Name verrät dies. Der Splitter. Dafür müsst ihr allerdings schwören, auf Rondra, dass ihr niemandem davon etwas erzählt. Aber ich möchte euch die Informationen weitergeben, dass es Splitter gibt. Eben, weil das ja das Borberat-Amulett, was dann da irgendwie in ganz viele Teile, 13 Stück hat man wie gesagt, gespalten ist und das ist dann ein Splitter davon. Nee, ihr seid schon gut informiert. Ja, das haben mir die unten die Typen erzählt hier, die
Söldner, die das Konto bewachen. Sind wohl nicht ganz so dumm, wie ich dachte.